Menschenauflauf und gespannte Blicke im Duisburger Forum. Und diese sind heute vor allem auf eine Person gerichtet. Joachim Lambi, TV-Juror der erfolgreichen RTL-Show Let's Dance. Er ist für die Firma Clinton in Duisburg unterwegs, um die aktuellen Herbst- und Wintertrends von Camp David und Sox zu präsentieren. Dabei pflegt er zu Duisburg eine enge Verbindung. Wenn man hier über 20 Jahre gelebt hat und groß geworden ist, zur Schule gegangen ist, dann verbindet einen natürlich eine ganze Menge. Und es sind ja heute auch hier bei dem Event sehr viele alte Bekannte, die ich ja schon 20, 30 Jahre nicht mehr gesehen habe. Das freut mich natürlich riesig. Also ich komme gerne nach Duisburg. Ich bin immer noch öfter mal beim MSV, wenn ich da bin. Und meine Eltern wohnen natürlich auch im Duisburger Süden. Riesig freute sich Tanzprofi Joachim Lambi auch über zwei Bekannte aus seiner Vergangenheit, Julia und Nico Paulerberg, Inhaber der Duisburger Tanzschule Paulerberg. Die drei verbindet neben einer jahrelangen Freundschaft auch die Liebe zum Tanzen. Ja, der Joachim, der ist bei uns im Haus quasi auch mit groß geworden. Es ist so, dass seine Mutter die Sekretärin bei uns war. Und halt immer gearbeitet hat. Und dann der kleine Joachim, wir haben auch bei uns im Haus gewohnt, der kleine Joachim dann einfach mit dabei war. Und irgendwann, als er dann älter war, alt genug für die Jugendkurse, hat er die dann auch besucht und hat somit bei uns mit dem Tanzen begonnen. Und hat dann sich auch gesteigert, um eben in den Turniersektor einzusteigen. Als Jugendlicher hat Lambi an der Tanzschule Paulerberg seine ersten Schritte auf dem Parkett gemacht. Der gefeierte TV-Juror erinnert sich noch gerne an seine Zeit als Schüler an der Tanzschule zurück. Ich war ja nicht nur Tanzschüler in der Tanzschule Paulerberg, ich war da auch der DJ sozusagen. Wir hatten 300-400 Leute abends, samstagsabends in der Disco. Meine Mutter hat dort gearbeitet, 25 Jahre als Sekretärin, also das ist eine schöne Zeit. Ich bin da so... Da gab es Julia und Nico noch gar nicht in der Tanzschule, wie so als Sohn groß geworden. Heute war der gebürtige Duisburger jedoch nicht in Sachen Tanz unterwegs, sondern als Markenbotschafter der Firma Clinton. Neben Lambi, der die Modenschau moderierte, präsentierten Models mit trendigen Tanzeinlagen die aktuelle Kollektion. Apropos trendig, wie sieht's denn bei dem Lambi mit den Modesünden aus? Ich kann ja alles tragen. Wenn ich nichts anhab, sieht's auch noch gut aus. Aber auch so Modesünde will ich nicht sagen. Klar gibt's mal hier und da einen Teil, wo man dann auch, wenn man hinterher im Fernsehen das anhatte oder auf irgendwelchen Bildern sagt, kann, muss aber nicht sein ungefähr. Aber so richtig, wo ich dann ins Klo gegriffen habe, um das mal so zu sagen, das gab's nicht. Ins Klo gegriffen hat der Duisburger sicherlich auch nicht mit der Entscheidung, im Jahr 2006 Jurymitglied der RTL-Show Let's Dance zu werden. Dort ist er bekannt als knallharter und strenger Juror, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Doch wie sieht's bei ihm eigentlich privat aus? Ich persönlich finde, dass er privat anders ist, also ganz anders. Wenn man sich so mit ihm unterhält, ist er einfach ein super netter, super, super lieber und offener Typ so. Und weiß auch auf jeden Fall, was er zu einem sagt und was nicht. Ne? Im Fernsehen ist das, denke ich mal, auch mehr so eine Rolle, die man da spielt und jeder hat da seine Rolle. Aber das gehört einfach zum Job dazu. Und ja, insofern finde ich, dass er privat dann nochmal anders ist, auf jeden Fall. Egal ob mal streng oder etwas lieber, die Fans waren froh, den Lambi einmal persönlich getroffen zu haben.